Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute geht es mal wieder nach Lumina, denn dort möchte ich dir zeigen, wie du mit Gradationskurven arbeiten kannst. Das ist noch eins der Themen, die für Anfänger meistens relativ abschreckend wirken, weil die Gradationskurve sehr schwer verständlich ist. Aber ich hoffe, nach diesem Video hast du ein bisschen mehr Klarheit zu diesem Thema. Also viel Spaß! Ich habe Lumina 4 wieder offen und das Gradationskurventool findest du hier unter Helligkeit. Hier muss ich die erweiterten Einstellungen einmal anklicken und dann öffnet sich hier unten das Fenster, was wir brauchen. Hier findest du nämlich die Gradationskurve und insgesamt haben wir hier vier verschiedene Optionen. Wir haben einmal die RGB-Ansicht, wir haben einmal die Rotansicht, also das R für Rot, dann für das G Grün und B steht für Blau. Und so können wir entweder einmal hier in der RGB-Ansicht die Helligkeiten des Bildes verändern. Wir arbeiten also mit allen drei Farbkanälen gleichzeitig. Oder wir können in die einzelnen Farbkanäle reingehen und hier die Farbigkeit des Bildes noch verändern. Schauen wir uns erstmal den genauen Aufbau dieser Gradationskurve an. Du hast hier ein quadratisches Fenster und in diesem Fenster siehst du das Histogramm. Also das, was du hier oben siehst, das wird hier unten auch nochmal im Hintergrund abgebildet. Dann kannst du dir vorstellen, dass wir auf der linken Seite die dunklen Bildbereiche haben und auf der rechten Seite die hellen Bildbereiche. Das ist also genau wie das Histogramm auch, wenn wir hier von links nach rechts gehen. Ich könnte mir jetzt hier mal in die Mitte einen weiteren Punkt setzen. Das mache ich einfach mal mit einem Klick hier rein und dann siehst du, dass wir hier einen neuen Punkt haben. Und das sind jetzt genau meine Mitteltöne, weil ich jetzt genau diesen Punkt in die Mitte von links und rechts geparkt habe. Das heißt, hier sind ganz links die Schwarztöne, dann die Schatten, dann kommen die Mitteltöne, dann die Lichter und dann die Weißtöne. Und diese Mitteltöne, die kann ich jetzt entweder weiter nach oben ziehen, dann wirst du sehen, wie alles heller wird. Oder ich kann sie nach unten ziehen und dann wird alles ein bisschen dunkler in den Mitteltönen. Und genauso könnte ich mir jetzt auch einen Punkt hier für die Lichter zum Beispiel setzen. Und jetzt kann ich hier ganz separat die Lichter nochmal aufhellen oder abdunkeln. Und genauso kann ich das auch hier mit den Schatten machen. Ich kann die Schatten entweder weiter aufhellen oder abdunkeln. Und der große Vorteil jetzt dieser Gradationskurve gegenüber zum Beispiel den Reglern hier oben, Belichtung, Lichter, Schatten, Weiß und Schwarztöne, denn das sind ja genau diese fünf Punkte, die ich im Endeffekt mir jetzt hier auch reingebaut habe. Da könnte man jetzt auch einfach sagen, naja, ich kann auch einfach mit diesen Reglern arbeiten. Geht theoretisch auch. Ich habe aber in der Gradationskurve den Vorteil, dass ich mir noch wesentlich mehr Punkte hier reinsetzen kann. Und ich könnte jetzt theoretisch diese Kurve wirklich sehr, sehr stark nach meinen Bedürfnissen hier anpassen. Also ich kann das Ganze hier wirklich mit noch viel mehr Einstellungspunkten bearbeiten. Das ist mal ein großer Vorteil von den Gradationskurven. Der zweite große Vorteil ist, wie gesagt, dass man hier wesentlich präziser arbeiten kann, während wir hier in den Reglern wirklich nur von 1 bis 100 gehen können oder von minus 100 bis plus 100, kann ich hier das Ganze noch wesentlich genauer einstellen. Das heißt wirklich, ich kann auf ein Müh genau das Ganze hier so einstellen, wie ich es brauche. Wenn ich jetzt einzelne Punkte hier wieder rauslöschen möchte, dann muss ich einfach nur doppelt einmal auf diesen Punkt draufklicken und dann siehst du, wie der entsprechend verschwindet und so könnte ich jetzt theoretisch hier in meine Ausgangsposition auch wieder zurückgehen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, hier ganz unten bei den Schwarzwerten, hier kann ich ja zum Beispiel nicht weiter nach unten gehen. Hier könnte ich die also nicht noch dunkler machen. Was kann ich denn tun, um jetzt meine Schwarzwerte noch dunkler zu machen? In dem Fall schiebst du sie einfach weiter nach rechts. Und dann siehst du auch, wie das ganze Histogramm hier weiter nach links wandert, also genau entgegengesetzt dazu. Und dadurch wird das ganze Bild hier in den Schwarztönen entsprechend dunkler. Und genauso kann ich das auch mit den Weißwerten machen. Die kann ich auch theoretisch weiter nach links ziehen und damit hier mehr Kontrast aufbauen. Andersherum könnte ich die auch genauso gut nach unten ziehen und dadurch werden die Weißtöne entsprechend wieder dunkler, beziehungsweise die Schwarztöne, wenn ich sie hier weiter nach oben ziehe, werden diese auch noch heller. So, wie gesagt, ich kann mir jetzt so viele Punkte wie möglich oder wie nötig hier dazwischen bauen und damit also meine Kurve entsprechend einstellen. Ich zeige dir mal ein paar beliebte Anwendungen. Anwendung Nummer 1 wäre zum Beispiel, wenn wir mehr Kontrast aufbauen wollen. Wenn ich jetzt mehr Kontrast in meinem Bild haben möchte, dann möchte ich also die dunklen Bildbereiche noch etwas dunkler machen und die hellen Bildbereiche noch etwas heller. Und dafür könnte ich mir jetzt hier zum Beispiel einen Punkt setzen in den dunklen Bildbereichen und die noch etwas weiter nach unten ziehen. Ungefähr so. Und dann setze ich mir hier oben in den hellen Bildbereich noch einen Punkt rein und den ziehe ich weiter etwas nach oben. Und dadurch bauen wir uns so eine leichte S-Kurve hier rein.
Und diese S-Kurve bewirkt, dass wir insgesamt mehr Kontrast im Bild haben. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel hier noch einen Punkt in den Mitteltönen setzen und jetzt könnte ich hier noch entscheiden, möchte ich die Mitteltöne eher etwas dunkler haben oder eher etwas heller, und damit kann ich auch den Bildlook noch sehr stark beeinflussen. In dem Fall jetzt würde ich zum Beispiel mal sagen, dass wir die noch leicht anheben hier, das heißt noch ein bisschen heller machen und damit hier noch etwas mehr Kontrast aufbauen. Jetzt könnte ich hier auch die Weißwerte zum Beispiel noch etwas zurücknehmen, ja, dass es nicht mehr pures Weiß ist, und genauso könnte ich hier auch die Schwarztöne nehmen und die noch so ein bisschen nach oben anhellen. Das heißt, dann kriegen wir so einen leichten Faded Look hin und damit können wir unserem Bild auch nochmal einen richtig schönen Punch verpassen. Jetzt habe ich aber gesagt, wir haben bisher nur im RGB-Modus gearbeitet, bedeutet, wir können natürlich auch in die einzelnen Farbkanäle noch reingehen, denn bisher haben wir ja nur die Helligkeiten des Bildes verändert. Ich könnte jetzt auch die Farbigkeit des Bildes verändern. Wenn ich zum Beispiel mal in den Rotkanal reingehe, dann arbeiten wir jetzt mit Farbe. Wenn ich jetzt hier nämlich mal einen Punkt reinsetze und hier genau auf die Mitteltöne klicke, dann kann ich hier meine Mitteltöne anheben und dann siehst du, was passiert. Dann kriegen wir auf einmal mehr Rot in das Bild. Also die Mitteltöne, die bekommen jetzt einen Rotstich hier. Und das kann ich entweder hier in den Mitteltönen machen, das kann ich aber auch hier oben machen oder hier unten in den Schatten. Was passiert, wenn ich jetzt hier das Ganze nach unten ziehe? Dann bekommt das Bild so einen grünlichen, türkisen Look. Und das liegt einfach daran, dass ich in dem Moment die Rottöne aus dem Bild rausziehe und dafür die Komplementärfarbe von Rot reinkommt. Und wenn du dir den Farbkreis mal anguckst, die Komplementärfarbe, also die Farbe, die im Farbkreis gegenüber von Rot liegt, das ist so ein Grün-Türkis. Und entsprechend wird das ganze Bild dann auch mit dieser türkisen Farbe eingefärbt. So, und jetzt könnte ich mir hier zum Beispiel sagen, ich möchte meine hellen Bildbereiche mit etwas mehr Rot versehen, damit die Sonne hier noch so ein bisschen rötlicher wird. Und die Schattenbereiche, die können vielleicht so ein kleines bisschen hier mehr ins Grünliche gehen. So ein ganz kleines bisschen. Dann könnte ich mir hier die Blauwerte mal aufrufen. Und gerade in den Schattenbereichen finde ich es eigentlich ganz schön, wenn wir so ein bisschen mehr Blautöne noch drin haben. Das heißt, ich hebe hier das Blau etwas an. Und wenn ich jetzt die Komplementärfarbe zu Blau nehme, wenn du dir den Farbkreis wieder anguckst, dann wirst du sehen, dass die Komplementärfarbe zu Blau ein Orange ist. Und deswegen werde ich jetzt hier gerade in den hellen Bildbereichen, da wo die Sonne wieder ist, da will ich mehr Orange haben, weil ich will mehr diesen Sonnenuntergangsflair hier noch drin haben, dann ziehe ich hier das Blau entsprechend ein bisschen raus in den hellen Bildbereichen. Ja, also ziehe das hier ein bisschen runter. Und damit färbe ich mein Bild jetzt schön ein. Ich könnte jetzt mir hier noch die Grüntöne nehmen, die Komplementärfarbe zu Grün ist ja so eine Art Rot-Magenta ungefähr. Also ich kann es dir mal zeigen, wenn ich jetzt hier Grün rausnehme, dann wird das ganze Bild so ein bisschen magenta-lastig. Hat auch einen schönen Look. Und vielleicht mache ich das hier mal so, dass ich hier so ein bisschen mehr Magenta noch in den hellen Bildbereichen hinbekomme. Und die dunklen Bildbereiche, die will ich mal von dem Grün komplett außen vor lassen. Da möchte ich nichts weiter einfärben, deswegen packe ich hier einen zweiten Punkt rein, damit die Kurve nicht insgesamt hier ein bisschen dunkler wird oder beziehungsweise ein bisschen mehr Richtung Magenta abfließt, sondern ich möchte das Ganze hier so ein bisschen gegenkontern. Ja, und so habe ich jetzt nur mit den Gradationskurven mir einen kompletten Bildlook aufgebaut. Kannst ja mal sehen, ich habe jetzt wirklich nur die Gradationskurve genutzt. So sah das Bild vorher aus, so sieht es danach aus und das nur mit diesem Tool. Also wirklich ein sehr mächtiges Tool, was ich dir nur empfehlen kann, wirklich sich damit mal genauer zu beschäftigen. Ich weiß, es sieht am Anfang relativ kompliziert aus, aber man kann damit wirklich ganz tolle Ergebnisse erzielen. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, dann poste sie einfach in die Kommentare. Ansonsten weise ich darauf hin, es gibt Lumina als Testversion. Falls du das noch nicht hast, dann kannst du das einfach mal ausprobieren. Der Link dazu findet sich unten in der Videobeschreibung wieder. Dort gibt es auch einen Rabattcode. Falls du Lumina kaufen möchtest danach, kannst du nochmal 10 Euro sparen. Ansonsten weise ich auch auf meinen Online-Store hin. Dort gibt es auch einen kompletten Videokurs zum Thema Lumina, genauso zum Thema Lightroom und Photoshop. Auch da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und natürlich auch bei Instagram. Dort heiße ich Stefan Schäfer 90 und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir dort folgst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.